Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, ich telefoniere gerade mit Lena Frings. Sie hat das Buch oder das Essay Talmeander geschrieben. Wir haben uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Und ja, ich hoffe, dass wir das auch so durchziehen. Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe als erstes war, wie kam es dazu, dass du ein Essay über Talmeander geschrieben hast? Also erstmal wollte ich auch ganz kurz sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, dass wir diese Aufnahme machen. Und dann, um auf die Frage einzugehen, also es hat tatsächlich eine kleine Vorgeschichte, und zwar bin ich an der Aa geboren und aufgewachsen, bin dann in meiner Jugend weggezogen und habe zu dem Zeitpunkt der Flut, also im Ahrtal war ja im Jahr 2021 diese Flutkatastrophe, in Hamburg gelebt und als Journalistin gearbeitet. Und ich hatte damals dann zwei Texte schon zum Ahrtal und zur Flutkatastrophe verfasst, unter anderem in der Zeit. Und daraufhin kam dann der Buchverleger Klaas Jachow auf mich zu, der gerade begonnen hatte, damit eine Reihe zu europäischen Landschaften herauszubringen. Mhm. Genau, das ist ein ganz neues Konzept. Es gibt ein Buch zu Strand, ein Buch zu Heide, Bäume. Ein Buch zu Wald und so weiter. Genau. Und er hat mich damals gefragt, ob ich Interesse daran habe, Teil dieser Reihe zu sein. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und zugleich kamen da aber zu Beginn erstmal Zweifel in mir auf. Und zwar lag es daran, dass die Wunden der Flutkatastrophe noch sehr, sehr offen waren. Und ich fragte mich damals, wie kann ich denn jetzt über die Landschaft schreiben? Wie kann ich jetzt über Talmeander schreiben? Wie kann ich jetzt über das Tal schreiben, während so viele menschliche Geschichten zu erzählen gäbe? Und ich erinnere mich immer daran, dass meine Großmutter dann sagte, hier könnte jeder ein Buch schreiben, und zwar jeder ein anderes. Und ich habe dann dennoch angefangen, mich damit zu befassen, habe mit ganz vielen WinterInnen, mit FörsterInnen, mit einem Geologen gesprochen und bin auch immer wieder an die Aa zurückgefahren und habe auch ganz viel Persönliches eingewoben. Und über den Prozess hinweg hat sich meine Meinung zu dem anfänglichen Zweifel ganz stark verändert. Und zwar bin ich mir heute ziemlich sicher, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich mit Landschaften zu befassen, gerade in Gebieten, die gefährdet sind. Und ja, das ist eigentlich die Vorgeschichte des Buches. Und genau, jetzt bin ich sehr froh, es geschrieben zu haben. Ja, ich bin auch froh, dass es die Reihe überhaupt gibt. Ich finde, also ich habe bis jetzt Bäume gelesen und jetzt auch Talmeander. Und mir ist aufgefallen, dass der Verleger da unwahrscheinlich auf eine hohe Qualität setzt. Also egal, ob das jetzt der Druck ist, ob das das Papier ist, Einband, es ist einfach in meinen Augen ein perfektes Essay, was er abliefert. Und ich glaube, ich hoffe, er gibt auch dem Autoren ein bestimmtes Gefühl. Ja, also ich glaube, da steckt ganz viel Herzblut drin. Ich glaube, aus der Autorinnenperspektive kann ich sagen, dass ich sehr viel Freiheit hatte. Also es war jetzt gar nicht so, dass mir vorgegeben wurde, was genau geschrieben werden soll, gar nicht, sondern ich glaube, es ist ein sehr offenes Konzept. Ja, es ist halt einfach, wie du schon sagtest, es ist sehr persönlich, dieses Buch. Und ich habe mir es unwahrscheinlich schwer vorgestellt, mein Tal zu beschreiben, wenn es ja zu so einer Flutkatastrophe gekommen ist, und darüber ein Buch zu schreiben. Wie war das für, was für ein Gefühl war das für dich? So im Einzelnen. Also, wo du dann angefangen hast zu schreiben. Also ich habe eigentlich, hatte ich das Gefühl, dass so zwei Dinge parallel stattgefunden haben. Einerseits habe ich sehr viel aus meiner Erinnerung herausgeschöpft und Dinge auch erstmalig aufgeschrieben, was für mich irgendwie auch sehr schön war, also Erfahrungen. Und andererseits war es eher so ein journalistischer Vorgang, also dass ich vor Ort gefahren bin, mir Sachen angelesen habe. Und ich glaube, dass diese beiden Ebenen in den Text ganz gut ineinander greifen. Und das ist vielleicht für mich persönlich auch ein, wenn man das so sagen kann, Prozess der Verarbeitung war, mit dem, was passiert ist an der Aa. Ja, du hast ja dann auch erzählt, das Sommerhaus, wie das, du hast deine Kindheit beschrieben im Sommerhaus, weil das Haus eigentlich nur im Sommer relativ warm war.
Und oder habe ich das jetzt falsch noch in Erinnerung? Das ist auch schon ein paar Wochen her, wo ich das Buch gelesen habe. Nee, ist richtig. Und da sind unwahrscheinlich viele Geschichten, die du da einfach auch rein erzählst, wie das ist, über das Moos zu laufen, über den Rasen zu gehen. Und dann auf einmal, wo du beschreibst, wie das ist, wo dann auf einmal die Flut war und die A über ihre, ja, über ihre Ufer getreten ist. Und das ist, das fand ich so bewegend. Ich habe da erstmal richtig schlucken müssen. Oh, ich hatte auch kürzlich nochmal die Situation, dass ich diese Passage vorgelesen habe und wurde mir gesagt, dass ich ganz zittrig wurde und dass man mir das auch immer noch anmerkt. Dann, also ganz kurz vielleicht für Leute, die das gerade hören, es geht um eine Szene, in der mein Vater in dem Haus sitzt und das Wasser steigt und er ruft mich dann noch an und irgendwann bricht die Verbindung ab. Und ich wusste dann erstmal 2 Tage nicht, was jetzt mit ihm passiert ist und es ist alles gut, aber immer wenn ich dann das erzähle, wie es und mich vorher an dieses Haus erinnert habe, wo ich aufgewachsen bin und wie er dann in meinem alten Kinderzimmer sitzt. Ja, es ist einfach auch sehr emotional. Ja, man merkt es ja dir auch jetzt noch an. Also das merkt man jetzt auch so während dem Telefonat oder während dem Gespräch. Das ist eine Szene, die dich enorm bewegt. Und ich habe das Gefühl, wir waren in den 80er Jahren, wurde ja 70er, 80er Jahren wurden ja die Flüsse, die Talmeander oder die Mäander von den Flüssen mehr oder weniger begradigt. Ich glaube nicht, dass wir uns damit einen Gefallen getan haben. Mhm. Also ich glaube, dass also diese Begradigung betrifft zum Beispiel den Rhein, darüber schreibe ich ja auch kurz. Ja. Tuller hieß der Mann, der damals die Rheinbegradigung geplant hat. Das waren um 80 Kilometer wurde der Rhein plötzlich verkürzt dadurch. Und an der A ist es ein bisschen schwieriger und ein bisschen anders, weil die Berge einfach so steil sind, dass so eine richtige Begradigung gar nicht möglich war. Was aber passiert ist, dass sehr viel Fläche versiegelt wurde. Also da waren zum Beispiel Parkplätze direkt an der A. Und solche Sachen haben das Wasser dann auch so schnell steigen lassen. Ja, das, also ich glaube, da hat man früher sehr viel falsch gemacht, einfach auch diese komplette Flächenversiegelung, auch egal bei welchem Fluss oder bei welchem Bach. Also ich komme aus dem Lumdatal und die Lumda wurde komplett gerade gemacht. Einfach strack gerade. Mhm. Und die mittlerweile, man hat dann gedacht gehabt, dann gibt's weniger Flut oder mehr weniger Überschwemmung. Im Endeffekt, viel besser geworden ist es nicht. Dadurch, dass die Orte oder das Dorf mehr oder weniger wesentlich näher an den Fluss mehr oder weniger rangekommen ist. Ja, stimmt. Das ist an der A auf jeden Fall auch so, dass da früher einfach natürlich nicht so dicht besiedelt war und man auch einen Abstand eher zum Fluss gehalten hat, weil man wusste, das wird immer wieder überflutet, die Auen eigentlich. Ja. Also, aber wie du das auch beschreibst, so wie dieses Ahrtal mit den ganzen Weinbergen, die Weinlese, die du beschreibst, die Schiefersteine, die Flora, die Fauna, ist unwahrscheinlich bewegend. Wie lange hast du dafür gebraucht, um dir klar zu werden, wo der Weg eigentlich hinläuft? Oder hast du dich einfach treiben lassen? Während der Schreibarbeit. Während der Schreibarbeit, ja. Also ich habe mir schon eigentlich relativ früh immer so, oder ich hatte die Idee anfänglich eigentlich schon, dass es so ganz grob sich ein bisschen untergliedert in Sommer, Herbst, wo dann die Weinlese ist, Winter und Frühjahr und dass es so im Frühjahr endet. Da habe ich mich nicht so ganz dran gehalten, aber ich glaube, so eine Tendenz davon ist noch erkennbar. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, dass man sich dann immer wieder Strukturen überlegt, aber letztlich muss man sie dann wieder zerstören oder zumindest geht es mir so, weil man irgendwie in diesen Vorüberlegungen dann gar nicht oder oft etwas forciert und letztlich habe ich dann immer das Gefühl, dass die Begegnung oder das Schreiben selber sich dann wieder so freibrechen muss quasi.
Weil ich auch sehr intuitiv schreibe. Also es geht mir auch bei Artikeln oft so, dass ich, wenn ich anfange, habe ich so ein grobes Gefühl, aber ich weiß noch gar nicht ganz genau, wo ich rauskomme. Ja, das kenne ich. Das kenne ich, wenn ich meine Rezensionen schreibe. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich hinkomme. Ich schreibe einfach und auf einmal komme ich dann bei irgendwas raus. Das ist genau meine Emotion in dem Moment, wenn ich was schreibe. Das ist genau meine Emotion, mein Gedanke, den ich gerade habe. Wenn ich ihn 5 Minuten später schreiben würde, wäre wahrscheinlich die Rezension ganz anders. Und das ist dann ja auch das eigentlich, also schön, dass es so überraschend ist, oder? Ja, es ist total schön, weil man auf einmal merkt, was einen eigentlich bei diesem Buch mehr oder weniger auch beschäftigt hat. Oder wenn es ein Konzert ist oder so, dass einfach man sich treiben lässt so ein bisschen. Ich kann immer nie genau sagen, was jetzt eigentlich rauskommt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da so sagst. Ja. Manchmal ist das bei den Redaktionen dann ein bisschen schwierig, wenn man seinen Text verkaufen muss, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wo ist denn da der Unterschied? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Text verkaufen willst bei der Zeit oder so, wo du ja auch schreibst, und dann auf einmal so ein Essay zu schreiben und sich einfach treiben zu lassen. Ja, also im besten Fall funktioniert das dann trotzdem, wenn am Ende was Gutes dabei rumkommt. aber da sind natürlich die Vorgaben, oder da ist natürlich der Rahmen, was man da sich vorstellt, enger als bei diesem Essay, wo ich wirklich sehr viele Freiheiten hatte. Ja. Ja, du schreibst ja dann auch über andere Talmeer, also andere Mäander, wie zum Beispiel die Moselschleife. Und ich habe das eigentlich immer nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Hast du dir dann auch solche Orte nochmal besucht oder wie darf ich mir die Recherche dann dazu nochmal vorstellen? Also ich war schon hauptsächlich an der Ahr eigentlich. Ja. Und als Kind war ich ganz oft, waren wir an der Semur Kanu fahren. Und das ist auch so ein Fluss, der sich so ein bisschen durch Frankreich und Belgien schlängelt. Ja. Und dann ist mir so nachträglich auch aufgefallen, ach ja, das irgendwie hat sich das damals so vertraut angefühlt und es ist ja eigentlich die gleiche Landschaftsform. Also diese, das ist eigentlich sogar das gleiche Gebirge quasi. Und genau, das Gebirge hat sich angehoben und dadurch sind diese Talmeander entstanden, die sich so in Schlingen in die Umgebung eingefräst haben. Und ich fand das dann ganz spannend, eigentlich so zu suchen, wo gibt es denn ähnliche Landschaftsformen, und das, ja, denkt man, glaube ich, sonst nicht so zusammen. Ich hatte dann auch hier mit einem Geologen gesprochen, oder ich habe viele seiner Bücher gelesen und bin dann zu ihm gefahren und wir hatten auch ein Interview geführt. Und dann hatte ich ihn damals gebeten, ob er die Passagen über die Geologie Korrektur lesen würde. Und er war schon im Ruhestand und hat dann gesagt, ja, macht er gerne. Und dann musste ich ihm, das war ganz lieb eigentlich, diese Texte ausdrucken und per Post schicken. Und er hat es dann an mich zurückgeschickt. Und genau, das waren dann so, falls ihm kleine Fehler aufgefallen sind, auf so einer fachlichen Ebene, hat er sie korrigiert. genau, und was ich eigentlich ganz eindrücklich fand oder vielleicht auch lustig, die Vorstellung, dass es sogar auf dem Mars Talmeander gibt, weil sich eben da, als der Planet noch wärmer war, also da gab es Wasser und dann haben sich da auch so Flüsse in den Mars eingefräst. Ja, weil das Wasser sucht. Aber ich glaube, ich sehe jetzt diese Landschaftsform anders auf jeden Fall. Ja. Bist du durch das Schreiben von diesem Essay offener für solche Landschaftsstrukturen geworden? Ja, also ich tatsächlich fällt mir das jetzt immer wieder auf, dass Landschaft so vielfältig ist und ja eigentlich auch unser einziger Lebensraum, also wir sind ja auch angewiesen auf das Land, auf dem wir leben. Ja. Und da vielleicht auch solche Strukturen zu sehen oder wie ist eine Landschaft entstanden, wie hat der Mensch diese Landschaft geprägt? Das sind eigentlich alles sehr spannende Fragen und ich glaube, ich bin diesbezüglich jetzt bewusster. Ja. Womit? Falls das die Frage war. Ja, das war schon die Frage. Also, aber was macht dich das Ganze bewusster? Also für mich ist es da manchmal, wenn ich so durch den Wald gehe oder an einem Fluss,
mit dem Fahrrad lang fahre, auf einmal nehme ich die Umgebung irgendwie ganz anders wahr. Das dauert immer so eine Stunde und dann bin ich auf einmal komplett im Flow drin und beobachte die Bäume oder die Pflanzen oder einfach auch, wie der Fluss gerade so läuft. Mhm. Kennst du das auch von dir? Ja, und also ich, es ist mir auch immer sehr wichtig, viel in der Natur zu sein. Ich habe dann auch Überraschendes festgestellt, zum Beispiel, dass an der A dann vermehrt nach der Flut eigentlich Eisvögel, also diese blau schimmernden Vögel waren, oder Silberreiher. Und früher habe ich eigentlich eher Graureiher gesehen. Und wie als dann auch durch die Überflutung, die natürlich erstmal für den Menschen mehr als katastrophal war, dann aber doch auch in der Natur irgendwie Dinge verschoben hat. Das war auch spannend zu sehen. Ja. Was hat sich da verschoben, also in der Natur? Ich bin jetzt gerade mal neugierig. Ich bin da echt schon am Überlegen, ob ich vielleicht mal ein paar Tage während meinem Sommerurlaub an die A fahre und mir das Ganze nochmal ansehe. Ja, also ich habe das Gefühl, immer so vorwegstellen zu müssen, dass es natürlich für alle Menschen schlimm und dramatisch war. Aber wenn man jetzt das mal alles außen vor lässt, war es so, dass durch die Flut und durch diese Wassermassen der Fluss sich so ein bisschen eigenes Bett wieder gesucht hat. Das heißt, dass er an manchen Stellen anders geflossen ist als vorher, dass er so breiter geworden ist und eigentlich wieder eher so Verästelungen geschaffen hat. Dann dadurch, dass viel abgebrochen ist, waren Brutplätze für zum Beispiel die Eisvögel. Also genau solche natürlichen Flussstrukturen, wird es genannt, sind eigentlich dann dadurch wieder entstanden. Natürlich musste dann erstmal, war auch viel Erdöl und viel Gift und viel Schrott, der das Tal runtergeflossen ist. Aber als das weggeräumt war, hat man gesehen, dass die A eigentlich sich andere Wege gesucht hat. Und ich glaube, das war für Biologen sehr spannend. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Also, dass man einfach auf einmal, dadurch, dass die Wassermassen da so gekommen sind, dass es dann einfach sich auch verändert hat. Und vielleicht haben sich auch die Nahrungsverhältnisse in dem Moment im Fluss oder am Fluss für die Vögel auch verändert. Mhm. Also so könnte ich mir das auch vorstellen, weil jeder Vogel hat ja so seine, also so sein besonderes Essen, was er gerne hat. Ja. Mhm. Ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass weniger Vögel oder so dann da waren. Also eher so eine andere Art oder eine andere Vogelarten. Ja. Wie ist es eigentlich ansonsten so am, ich hatte so das Gefühl, dass durch die Flut und dadurch, dass sich einiges verändert hat, auch das Miteinander ein bisschen verändert hat im Ahrtal. Mhm. So kam es mir zumindest vor. Ja, auf jeden Fall. Es kam mir so vor, also schon alleine diese Story mit dieser Pizzeria auf dem Parkplatz oder so, dass auf einmal sowas möglich ist, fand ich einfach so surreal. Ja, es war wirklich super surreal. Also wenn man jetzt anfängt in den Wochen direkt nach der Flut, das kann man sich wirklich eigentlich nicht vorstellen, dass es ja dann alle Menschen oder sehr viele der Menschen ihr Zuhause verloren hatten und man so, also es war so ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Man hat gemeinsam dann alle Keller leer geräumt und sich so gemeinsam auch gehalten, weil alle ja dieses Traumatische erlebt hatten. Mhm. Und dann bin ich immer wieder an die A gefahren und dann wurde mir gesagt, dass es ein bisschen dann wieder nachgelassen hat, als alle wieder ihre Häuser hatten. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt da bin, habe ich immer noch das Gefühl, dass diese Fluterfahrung so prägend ist und dass zum Beispiel in dem Ort, wo ich herkomme, gibt es noch so ein Gemeinschaftszentrum, das sind so Container, die man zusammengestellt hat, die da auch immer noch provisorisch stehen. Aber da finden immer noch Sachen statt. Also es gibt jetzt so ein, obwohl es wirklich ein sehr kleines Dorf ist, gibt es jetzt so ein Dorfleben. Also dann werden irgendwie kleine Konzerte organisiert oder ich habe auch da gelesen oder dann gibt es gemeinsames Mittagessen für alle. Und irgendwie solche Sachen, cool, die vorher einfach so nicht stattgefunden haben. Und das ist immer noch so. Also dass zum Beispiel mein Vater mir erzählt, sie waren heute da an den Containern Mittagessen, weil dann irgendwie wieder
für alle da irgendwas ausgerichtet wurde oder beziehungsweise selbst organisiert ausgerichtet wurde. Ja. Das ist ja, ich glaube, manchmal braucht es auch mal so ein bisschen mal was, ja, eine negative Erfahrung, um das Positive wieder zu sehen oder das Miteinander auch wieder zu sehen. Und vielleicht auch ein besseres Leben mit dem Fluss auch zu praktizieren. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre der Idealfall. So ganz praktisch ist es leider so, dass, das hat irgendwelche baurechtlichen Gründe, dass viele, die da ihre Häuser verloren haben oder wo die Häuser beschädigt waren, eigentlich an gleicher Stelle wieder aufbauen müssen, weil sie sonst, weil sie sonst finanzielle Unterstützung nicht in dem Maße bekämen. Boah. Und das ist einfach so eine rechtliche Frage. Mhm. Ich bin da jetzt nicht so ganz tief drin in solchen rechtlichen und politischen Fragen. Aber ich habe auf jeden Fall, ist das auch ein Thema gewesen. Was? Dass man eigentlich damit schon rechnet, dass irgendwann kommt wieder so eine Flut und dann steht man wieder vor ähnlichen Problemen. Ich hatte ja dann auf einmal auch gelesen in dem Buch, da steht ja auch, dass es schon mal so eine Flut, also eine ähnliche Flut auch schon mal gegeben hat. Mhm. Genau, also die größte war 1804 und man geht eigentlich davon aus, oder das hat ein Geologe, Roggenkamp heißt er, berechnet, dass es ähnliche Wassermassen gewesen sein müssen, die damals runterkamen. Aber dadurch, dass es halt weniger besiedelt war, dadurch, dass es weniger versiegelt war, die Fläche, einfach das Wasser nicht so hoch gestiegen ist. Mhm. Und es gab aber auch zwischendurch immer mal wieder Fluten auch, also im 19. Jahrhundert gab es viele Fluten, im 20. Jahrhundert auch, nur halt dann nicht in diesem Ausmaße. Und jetzt kam hinzu, dass ich glaube, es lag daran, dass die Ostsee erwärmt war und dass dadurch dann einfach auch, also im Zuge des Klimawandels, auch solche Starkregenereignisse sich natürlich häufen. Ja, das ist mir sowieso schon aufgefallen, dass halt einfach wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben eigentlich keinen vernünftigen Landregen mehr, sondern eigentlich immer nur noch entweder es regnet wie aus Eimern oder es ist trocken. Was anderes gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Also so, ja. Also ich weiß nicht, also es hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so verändert. Oder ist das nur meine subjektive Meinung? Ich bin da im Gebiet leider keine Expertin, aber ich glaube schon, dass es ja Tendenzen, also ersichtlich gibt, dass durch den Klimawandel einfach Extremwetterereignisse zunehmen. Ich glaube, für das einzelne Ereignis ist es immer sehr schwierig zu sagen, war das jetzt Wetter oder war das Klima. Aber an der Ahr wurden dann auch Untersuchungen angestellt und es lag unter anderem, so darauf ist man dann gekommen, unter anderem schon an dem Klimawandel. Und wahrscheinlich ist es in vielen Fällen ähnlich. Ja, ich denke auch. Also ja, der Klimawandel verändert schon einiges. Dann die baulichen Sachen, die Versiegelungen, ja. Und es ist halt schon stressig teilweise. Was ist eigentlich das Besondere? Warum gibt es da so viel Weinbau eigentlich bei euch? Mhm. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe das nie irgendwie, Wein von der Ahr, das war mir irgendwie so, gibt's halt oder so. Aber so richtig darauf geachtet habe ich eigentlich erst nach der Flut. Ist mir das auch aufgefallen. Mhm. Und ja, stimmt, da gab es dann auch dieses... Bitte? Und in dem Buch ist es ja dann auch, dass der Weinbau doch sehr, sehr wichtig ist für dieses Tal. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Weinbau und Tourismus ist beides sehr wichtig. Es gab dann ja auch diese Flutweine, das waren so Weinflaschen, die von verschlammt waren, die man abgewaschen hat und auch verkauft hat. Und warum ist der Weinbau so wichtig? Also ich glaube, es ist schon... Ich weiß nicht genau seit wann, aber sehr, sehr, sehr langer Zeit baut man Wein an der Ahr an. Und das liegt auch so ein bisschen an den, an den geologischen Gegebenheiten. Und das ist zum Beispiel auch was, weil wir eben darüber sprachen, was mir bewusster geworden ist, aber inwiefern zum Beispiel auch Mensch oder Kultur mit einer bestimmten Landschaftsform wechselwirkt und was sich da bedingt und so. Und das Ahrtal ist einfach sehr steil. Es gibt sehr viel Felsen, also sehr schieferreicher Boden. Und hinzu kommt, dass es
sehr warm ist. Ich glaube einmal, weil das Tal so steil ist, weil sich die Felsen aufwärmen und auch weil es weniger regnet. Also viel regnet sich woanders ab. Und das ist einfach ein gutes Klima für Wein. Und hinzu kommt, dass man halt auch sonst nicht viel anbauen kann. Also da sind einfach keine großen Ackerflächen. Man war so ein bisschen immer auf den Wein angewiesen. Na, Und ich glaube, das beschreibst du ja auch heute ist so es ein bisschen. Weinbauunternehmen. Ja. Das einfach nur mal Ja. kurz, also euer Garten zum Beispiel, der ist nicht so gut, aber der von deinen Großeltern, glaube ich, der war, da gab es dann schon wesentlich mehr Obst und Gemüse, mal ein bisschen. Und diese unterschiedlichen Strukturen sind bei euch, also sind in dem Ahrtal doch sehr stark gegeben. Ja, und was ich zum Beispiel auch spannend finde, wo ich vorher auch nicht so viel drüber nachgedacht habe, dass natürlich ein Tal tendenziell schattig ist und dass es dann immer sehr darauf ankommt, wo man jetzt gerade sich im Tal befindet, weil manche Hänge sozusagen haben fast immer Sonne und manche halt fast nie. Und ich glaube, das macht dann auch so die Vielfalt aus. An den Nordseiten gibt es dann viel Moos und Buchenwälder und an den Südseiten eher Schlehen und so knorrige Eichen und Weinbau eben. Ja, Ja. was du auch thematisiert hast, das war für mich vollkommen unbegreiflich, das waren gerade mal Flechten. Das, Ah. und ich so, hä? Ja. Weil ich Flechten eigentlich gar nicht so auf dem Schirm habe, wie wichtig das auch teilweise ist. Ja, die werden auch schnell übersehen. Ich weiß auch nicht, also ich habe wirklich halt an der Ahr manchmal das Gefühl, wenn ich so zum Beispiel von dem Haus meiner Großeltern in so einen Wald reinlaufe, da waren früher Weinberge und die sind jetzt aber, ja, da ist Wald gewachsen und vor allem, ja, ist so ein Dickicht aus Schlehenhecken und dann aber auch sehr schieferreicher Boden. Und da haben sich die Flechten so sehr vermehrt, dass es irgendwie so aussieht, gerade die in den Bäumen hängen, als hätten diese Bäume so Bärte. Und ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, in anderen Regionen sieht man das auch weniger. Aber natürlich gibt es Flechten eigentlich, Überall. ja, eigentlich fast überall. Ja. Weil sie ja sehr genügsam sind auch. Aber ich habe es nicht so richtig auf dem, das war mir vollkommen sowas unbe also für mich war das so unbedeutend. Und auf einmal hast du mich da so ein bisschen so mal hingeschubst, ne? Also guck mal, guck mal. Und wie wichtig das auch teilweise fürs Ökosystem ist und ich hatte es echt, ich habe die vollkommen übersehen. Ja, das freut mich. Das ist schön zu hören auf jeden Fall. Dann hoffe ich, dass du vielleicht dann auch jetzt zumindest die Flechten oder solche Sachen irgendwie ein bisschen anders siehst und dass Leute dann vielleicht irgendwie das mitnehmen, ist ja eigentlich das Schönste. Ja, es ist einfach es ist ein Essay, wo ich wirklich ständig immer wieder was Neues erlebt habe. Bei jeder Seite war irgendwas Besonderes. Da waren Grafen, da war der Weinbau, da war die Flut, da war die Verschiedenheit der oberen Ahr, Mittelahr und unterm, also am Rhein. Es war vollkommen irreal eigentlich teilweise für mich, weil es einfach so viele Ja. verschiedene Facetten hatte. Ja, das freut mich. Und das ist ja im Endeffekt, das Essay ist, wie viele Seiten sind es denn jetzt nochmal? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich gucke schnell nach, auf jeden Fall. Ich kann Ich auch schätze mal mal. 154. Iris. Und 100. 100. 39. Also, man hat 139 oder 140 Seiten, so Pi mal Daumen. Und es ist immer wieder, jede Seite kann für sich genommen eine eigene Geschichte erzählen. Und Das freut mich sehr. dann halt, es ist unwahrscheinlich warmherzig, es strotzt für mich vor Liebe zum Ahrtal, beziehungsweise auch zu den Talmeandern, dass man solche Gegenden einfach schützen sollte und schützen muss, auch für die ganze Flora und Fauna.
Und ja, das ist mir so hängen geblieben von diesem kleinen Büchlein, von diesem kleinen, schönen Essay. Ganz herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr berührend und das ist das Schönste, was dann mit so einem Buch passieren kann, wenn es irgendwie draußen ist. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Euer